Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Phoenix. Wir haben letzte Folge Flo eine kleine Falle gebaut in seinem Kopf. Und ich glaube, er ist auch schon reingelaufen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber heute habe ich mir gedacht, wir machen ein paar weitere Quests. Und zwar die Forscher-Quest. Und zwar ist das einmal 10 Diamantblöcke abzufarmen. Wir haben ja diese schicke Pickaxe, was ich ja schon mal erzählt habe. Damit können wir die ganzen Blöcke abbauen, den Block wieder setzen, den Block wieder abbauen. Das sollte gehen, okay? Das ist ein legites Prinzip. Also weiß ich nicht, was das Problem sein sollte. Das Problem ist, ich muss halt einen Block finden, okay? Ich muss trotzdem Diamant finden. Aber ich habe gedacht, einen zu finden ist wahrscheinlicher als 10 zu finden. Und ich bin ganz schön behind, was die Quests angeht, weil ich ja nicht so viel auf dem Server war wie die anderen beiden. Und ich habe ja mein Premium-Fischernetz-System, da kann ich wenigstens ein bisschen was abgrasen. Was ich jetzt hier gerade tue. So, da komme ich halt nicht ran. Da sind Schuhe und sowas drin. Und jetzt bin ich natürlich stuck. Irgendjemand von euch hat vorgeschlagen, ich soll in Topskopf alles voller Fischernetze bauen. Das ist eine fantastische Idee. Es gibt nichts Frustrierenderes, als durch Fischernetze zu laufen. Die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit. Das ist absolut grauenhaft. Es dauert so ewig. Es ist einfach. Oh, es macht mich wahnsinnig. Wir haben coole Neuerungen. Und zwar, ich habe nun dieses, wie heißt das? Ich meine, das hatte ich ja vorher schon, diesen Last Stand auf meinen Schuhen. Mittlerweile habe ich so viel XP, dass es unmöglich sein sollte, mich irgendwie zu töten. Ich glaube, für Level Pan 30 bin ich momentan. Ich level nicht mehr, aus genau dem Grund, weil ich muss meine XP behalten. Last Stand, für die Leute, die das nicht wissen, funktioniert so, dass man, wenn man normalerweise sterben würde, auf ein halbes Herz runtergeht, dann werden nur noch XP-Punkte abgezogen. Ja, was heißt XP-Punkte? XP. Und wenn man nicht auf Level 0 ist, dann stirbt man halt nicht. Dann wird dir halt so lange Kram abgezogen. Also jedes Mal, wenn du quasi sterben würdest, wird dir wieder was abgezogen. Dann wieder, wenn du sterben würdest, wird dir wieder was abgezogen und so weiter und so fort. Ich gucke mich jetzt übrigens gerade meine Mine um. Hier war ich ja schon mal. Das ist ja alles nichts Neues. Aber ich glaube, hier ist die Chance nicht schlecht, weil es ja hier relativ tief auch runtergeht, dass wir was finden, was wir gebrauchen können. Ich nehme jetzt ein bisschen Kohle mit. Das spricht ja nichts dagegen. So, hier haben wir Wasser. Hier geht's weiter. Ich nehme jetzt übrigens praktischerweise diese Fackel in die Hand, damit ich wenigstens irgendwas sehe hier im Dunkeln. Okay, hier unten ist Obsidian. Das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie Diamond. Diamond, Diamond, Diamond. Hier sind aber auch keine Monster. Oh, hier ist Diamond. Hallöchen. Moment, dann nehmen wir unsere richtige Hacke. Nehmen den Diamond Block. Setzen den Diamond Block. Bauen den Diamond Block ab. Setzen den Diamond Block. Und bauen den Diamond Block ab. Und setzen den Diamond Block. Und bauen den Diamond Block ab. Und setzen dann den Diamond Block. Den wir daraufhin abbauen. Was von einem Setzen des Diamond Blocks gefolgt wird. Den wir dann abbauen. Und wieder setzen. Und wieder abbauen. Und wieder setzen. Und, ich weiß nicht, dann bauen wir ihn wieder ab. Und setzen ihn erstmal kurz wieder. Und bauen ihn dann wieder ab. Ich habe übrigens nicht mitgezählt. Wir müssen das 10-mal machen. Ich mache es wahrscheinlich viel zu oft gerade. Aber ja. Naja, solange es funktioniert, ha? Solange es funktioniert. Ich glaube, hoppala. Das war nicht der Plan. Ich würde sagen, das reicht jetzt auch mal. Wir haben ihn jetzt, glaube ich. Detect, detect. Er detect jetzt nicht. Aber ich glaube, das dauert ja immer ein Momentchen. Ich glaube, er hat es erkannt. Ja, 10 von 10. Okay, ich weiß nicht, wie oft wir es jetzt wirklich gemacht haben. Brüte deinen eigenen Babydrachen aus. Ich wünschte, ich habe noch nirgendwo ein Drachenei gefunden. Enchante deine Spitzhacke auf effizient 5. Das haben wir nicht. Wir haben effizient 4. Wir haben ein Netherportal und betrete die Unterwelt. Da können wir langsam mal dran arbeiten. Rüste dich mit voller Bedrock-Ausrüstung aus. Okay. Crafted die. Da kann man bestimmt auch coole Fallen stellen. By the way, wir haben genug Sachen, um eine Hexenrüstung zu bauen. Es gibt ja zwei verschiedene. Schreibt mal bitte in die Kommentare oder ich mache hier oben eine Umfrage hin, welche Rüstung ihr cooler findet, welche wir bauen sollen. Weil ich hab genug Hexakel, na, wie heißen das? Diamonds, um mir eine der beiden Rüstungen zu machen komplett. Und dann habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Ich nehme den Obsidian übrigens mit. Ich habe letztens halb X4 für die Falle. Ah, da ist Lava. Für die Falle von Flo verbraucht. Deswegen schadet das nicht, seine Reserven ein bisschen aufzustocken. Um für den Fall aller Fälle wieder was zu haben. Irgendwie, alles wäre so viel cooler, wenn ich Bedrock hätte. Aber ich habe halt nur Obsidian. Und ich meine, es ist das nächstbeste. Was soll man tun, ha?
Was soll man tun? Okay, ich glaube, da kann ich nicht mehr wirklich was nehmen. Das fällt gleich alles runter. Den geht noch, aber danach war es das auch. Hier haben wir Gold. Dankeschön. Das ist übrigens jetzt die andere Spitzhacke, die. Ah, nee, ist sie nicht. Quatsch. Ich red Schmarrn. Es hat sich nur so clean angefühlt beim Abbauen, dass es quasi die andere gewesen wäre. So, lass uns mal kurz schauen. Dann kann ich hier noch den Redstone mit abbauen, der sich hier oben befindet. Mensch, welch ein verrückter Zufall. Das ist jetzt die andere. So. Das geht nämlich deutlich schneller, weil die halt mehr abbaut und ich meine, ihr seht selber, oder? Ich glaube, da muss ich nichts erklären. Oh, da hinten ist noch mehr Redstone. Das ist halt jetzt problematisch, weil da Lava ist, aber ich glaube, wenn ich hier geschickt. Ich baue jedes Mal die Fackel dahin. Das ist nicht so gedacht. So. No! Ah! Ich werde wütend. Eigentlich würde ich nur hier rüber und hier hoch, um dann den Redstone abbauen zu können, aber es soll einfach nicht sein, ha? Okay. Ist nicht schlimm, dann nehme ich hier das Silber mit. Gar kein Problem. Übrigens, wusstet ihr, dass das zu meinem geclaimten Gebiet gehört? Ich auch nicht. Cool, oder? Ich hab nicht wirklich viel geclaimt, aber manchmal hat man scheinbar noch so ein bisschen unterirdischen Kram dabei. Ich meine, macht ja Sinn, es ist ja der ganze Chunk. Und die Höhle ist ja eh bei mir in der Nähe vom Haus. Aber nicht schlecht, ha? Dann haben wir hier. Ich weiß nicht, ich bin halbwegs zufrieden. Ich bin auch froh, dass wir die andere Spitzhacke dabei hatten, weil es war halt wirklich nur ein Diamond Block. Und ein bisschen anderer Kram, wie jetzt zum Beispiel. Fließ nicht weg, fließ nicht weg, fließ nicht weg. Ich glaube, es ist weg. Ich hab's. Nein, aber so Kram. Bisschen Gold, bisschen Silber, bisschen Redstone, bisschen. Was auch immer das Blaue gerade war. Ich glaube, Lapislazuli ist das, oder? Irre ich mich? Ist es das? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist Lapislazuli. Oh, warte mal, genau. Dann können wir eigentlich noch ein paar Kristalle mitnehmen, oder? Spricht ja nichts gegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele ich davon habe. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich in der Kiste noch was eingeladen. Ja, ich habe ja noch von Flo welche getauscht gekriegt gehabt irgendwann. Das heißt, das ist nicht das Problem. Genau. Sagt mal, welche Hexenkelrüstung ihr lieber hättet. Dann sind wir nämlich quasi unkaputtbar. Ich habe auf meinen Schuhen den Last Stand. Das heißt, die Schuhe würde ich jetzt nicht unbedingt austauschen. Aber ansonsten können wir bestimmt mal gucken. Ist die Hexenkelrüstung besser als die Drachenrüstung, die wir haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich, die Drachenrüstung ist besser. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß übrigens auch, dass Emerald-Schwerter besser sein sollen als Diamant-Schwerter. Aber ich habe vor, ich gehe jetzt ja eh bald ins Nether. Dann hole ich mir ein paar Witherbones. Und dann, das ist das Einzige, was mir noch fehlt, um das Drachenschwert craften zu können. Dann würde ich nämlich das machen. Das ist nämlich noch stärker als das Smaragdschwert. Weil dann überspringe ich die Stufe einfach. Das haben wir gar nicht nötig. Und ich habe nämlich gehört, Tops und Flo haben sich gegen mich verbrüdert. Das heißt, ich muss hier irgendwie was machen, was die beiden übertrumpfen kann. Beziehungsweise wie ich gegen die beiden noch eine Chance habe. Deswegen, ich bin quasi unsterblich. Das ist ein guter erster Schritt, habe ich gedacht. Und ich habe quasi bald das Drachenschwert. Das ist, glaube ich, auch das Stärkste, was es komplett in dem Mod gibt. Wenn ich mich nicht irre, wenn es jedenfalls voll enchanted ist. Das heißt, da gehe ich auf jeden Fall für. Und dann habe ich wenigstens im 1 gegen 1 eine faire Chance. Und kann dann gucken. So, jetzt bin ich übrigens bei meinem Haus wieder draußen. Es trifft sich doch ganz gut. Jedenfalls bin ich jetzt bei der Farm. Na gut, vielleicht nicht unbedingt beim Haus, aber in der Nähe. Ich bin ja beim Pferdestall. Da gehört ihr noch. Hey. Habt ihr das gesehen? Der Linksteil war einfach ausgebrochen. Okay, ist nicht schlimm. Ich verzeihe dir, kleines Pferdchen. Ich bin nicht böse auf dich. Wir gehen jetzt erstmal rein. Übrigens ist mein Passwort, ich gebe das auf dem Keyboard immer ein. Also ist es nicht unbedingt das, was ihr da seht. Ja, ich gebe es auf dem Keyboard ein. Das von Topstar hat er immer noch nichts gemacht. Advanced Hangglider haben wir auch noch nicht. Was gibt's? Es gibt so viele Quests, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Egal, wir haben jetzt erstmal die Diamanten. Genau, wir haben hier 4 Hexacle Diamonds und wir haben, glaube ich, nämlich noch mehr, was wir da benutzen können. Sördela. Die Diamantrüstung brauchen wir ja eigentlich nicht unbedingt. Ich habe so viel Redstone. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Wahrscheinlich einfach mein Schienennetz ausbauen. Irgendwann, wenn der Bahnhof fertig ist. In ferner, ferner Zukunft. Okay, ich könnte jetzt hier auch diesen Skull machen, okay? Ich könnte diese witzige Kapuze bauen.
Ich könnte rote Wolle bauen. Auch schön, hat auch viele Stärken. Und das ist auch gut. Genau, dann können wir nämlich so eine Kapuze basteln. Oder wir könnten eine Tunika bauen. Man braucht ja für ein Hexackel-Item immer nur ein Hexackel-Diamond. Der sieht ganz cool aus. Das wäre diese Scale-Rüstung. Das wäre die Sage-Rüstung. Wie gesagt, hier die Sale-Sachen kann man alle machen. Wir haben den Obsidian, wir haben das Gold, wir hatten alles, was man dafür braucht. Da würde ich euch entscheiden lassen. Ich zeige hier nur die Optionen. Oh, hier. Sagt, ich habe keine Goldbahn im Inventar. Das sollte kein Problem darstellen. Aber genau, sagt einfach mal Bescheid, was euch denn am liebsten wäre. Ich möchte ja hier demokratisch handeln oder so. So, jetzt geht's erstmal hoch. Und zwar baue ich mir hier etwas Wunderschönes, auch genannt Netherportal, in mein Häuschen rein, weil unten ist ja blöd. Ist ja blöd. Ich habe nicht unbedingt die Absicht, das frei zugängliche zu bauen, und ich habe ja theoretisch abgeschlossen hier unten. Jetzt brauche ich nur noch Flint and Steel. Also dieses Feuerzeug. Das habe ich. Hier ist Flint. Ich habe das irgendwo. Ich weiß, dass ich das irgendwo schon fertig habe. Ich suche es gerade. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Pegasus, geh mal weg. Hier ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Ich meine, wir könnten Neues craften mit Eisen einfach. Das geht, glaube ich, schneller, als das zu suchen. Okay, dann können wir das Netherportal nämlich auch anmachen. Wir können rübergehen. Sobald wir das wollen, aber. So, schick. Einmal angezündet. Da kommen wir durch. Und das werfen wir hier ins Becken. 1A. Sieht es gut aus oder sieht es gut aus? Ich bin eng. Ich will noch nicht reingehen. Aber ich will schon reingehen. Baue ein Netherportal und betrete die Unterwelt. Wir haben die Unterwelt noch nicht betreten. Das heißt, da darf ich leider noch nicht claimen. Aber wir haben jetzt das Netherportal gebaut. Wir könnten natürlich jeden Moment rübergehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich mir das für nächste Folge aufhebe. Dann können wir nämlich komplett mehr erkunden und können das ganze Nether erforschen. Und es wird wunderbar. Und dann können wir nämlich schauen, ob es hier noch. Craftet ihr alle 4 Rüstungsteile einer Hexenrüstung? Das machen wir auch. Dann holen wir endlich mal auf mit Quests. Ne? Wie stehen eigentlich Flo und Tops zu den Quests? Ich habe mir das gar nicht angeguckt. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Naja, das war's dann aber auch schon für diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, welche Rüstung ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.